Okay. Und zur Abwechslung mal wieder ins Deutsche. Hört jetzt hier gar nicht bei, aber wollte ich doch mal eben erzählen. Ich komme ja aus Deutschland und ich wohne in den Niederlanden. Und das seit 2008. Und ich muss ehrlich sagen, dass mein Deutsch, dadurch, dass ich den ganzen Tag Niederländisch spreche, ziemlich schlecht geworden ist. darum habe ich mir vorgenommen, ich wechsle die Videos einfach ab. Weil es ist sowieso nicht so wichtig, ob ihr mich quatschen hört oder nicht. Dann macht es also auch nicht aus, ob es in Deutsch ist, in Englisch ist oder in Niederländisch. Und wer es hören möchte, lass es einfach an, und wer es nicht hören möchte, den Ton kann man einfach ausschalten. Okay, ich habe hier noch ein zweites Bild, was ich doch eben will färben. Ich finde dann die Zeichnung nicht so super gut, aber ja, wegschmeißen ist auch schade. Darum färbe ich das jetzt. Also habe ich hier mal ein Glas Wasser und meine Farbe. Also ich nehme eine andere Farbe. Moment, eben andere. Ja, habe ich auch vom Prima Marketing Odyssey. Auch schöne kräftige Farben, wie man sieht. Und die benutze ich jetzt mal für dieses Mädchen. Ich nehme einen Pinsel. Dieses Mal nehme ich einen anderen. Mal schauen, habe ich den? Nee, nehmen wir diesen. Der ist zu groß. Na, bleibt einfach bei so einem einfachen kleinen Pinsel. Mein Tuch, wo ist mein Tuch? Da. Fangen wir an. Oh ja, mein Kopfhörchen. So. Die ist auch noch eben dabei. Die benutze ich eigentlich immer in Kombination für das Gesicht. Okay. Bisschen Wasser. Das ist wieder das Papier, was so viel Wasser nötig hat. Ich mache also erstmal das Stückchen, wo die Haare sind, nass. Ein bisschen, nicht zu viel. So. Und dann nehme ich ein schönes Braun. Nochmal dieses Mal. Und dann lasse ich das einfach mal hier so reinlaufen. Gucken, wie das wird. Jetzt noch ein anderes Braun dabei gepackt, um das gleich so ein bisschen zu mischen. Machen wir erstmal so eine einfache Lage. Okay, lassen wir das erstmal mit Ruhe. Auch vielleicht ein bisschen hier noch von diesem dabei. So. Mit Wasserfarbe kann man am besten immer erst warten, bis es trocken ist. Es sei denn, man möchte die Nass- und Nass-Technik machen. Da habe ich nicht, ja, naja, sagen wir mal so, bei mir passieren die Techniken per Unglück. Es ist nicht so, dass ich sitze und sage, okay, ich mache die Technik und die Technik. Das funktioniert nicht echt bei mir. Na gut. Aber das hier oben erstmal ein bisschen trocknen lassen, werde ich jetzt erstmal das Kleid machen. Weil es ein Mädchen ist, nehmen wir einfach mal ein schönes Pinkisch. Wie heißt dieses Pink? Kann ich nicht lesen, kann meine eigene Handschrift nicht lesen. Okay, ein bisschen mehr Platz hier. Ich bin froh, wenn eigentlich mein extra Zimmer fertig ist. Wir haben nämlich ein Zimmer über, wo normalerweise die Vögel stehen, die man im Hintergrund jetzt so laut hört. Aber die stehen jetzt ganz schön bei uns im Wohnzimmer, weil es nur noch zwei Stück sind. Und das Zimmer, was ich für die Vögel hatte, das waren damals so 10 Stück, das werde ich jetzt bekommen für mein Zeichnen und Malen. Das ist wohl schon länger so, dass ich das will machen, aber wir hatten nie Zeit und keine Lust und viel auf der Arbeit und ja, tägliche Leben halt. Hä?
Und da ich das Zimmer nicht alleine fertig machen kann, weil da muss auch noch was Strom gelegt werden und sowas, bin ich darauf angewiesen, dass mein Mann das macht. Und der hat mir gesagt, dass sie jetzt anfangen, denn oben hat er einen kleinen Hobbyraum, den der jetzt fertig macht. Und wenn der fertig ist, dann können all die Sachen, die jetzt in das Zimmer stehen, da raus. Und dann wird mein Zimmer gemacht. Und das Schöne ist, dann kann ich einfach alles stehen und liegen lassen, wenn ich zeichne, und brauche es nicht immer direkt wieder wegzuräumen. Weil jetzt mache ich das hier am Computertisch. Und der Computertisch, ja, der ist ziemlich groß, aber ja, nicht so groß, dass ich alles stehen kann, lassen kann, wenn ich zum Beispiel dann was will gamen oder so. Das andere Hobby von mir, ich game auch gerne, zusammen mit meinem Mann dann auch. Und ja, das tun wir dann eigentlich hier in diesem Zimmer. Das ist mein echt froh, wenn ich mein eigenes Zimmer habe. Und dann werde ich euch das auch zeigen, wenn das fertig ist. Oder vielleicht zeige ich das in der Entstehung. Nee, Entstehung, wie heißt das in Deutsch? Das meine ich also, ne? Dadurch, dass man den ganzen Tag Niederländisch spricht, weiß man auf einmal die deutschen Wörter nicht mehr. Dann klingt das so, wie ich eine Niederländerin bin, die probiert Deutsch zu sprechen. Das ist so lustig. Meine Mutter versteht mich, Gott sei Dank, noch. Noch. Wer weiß, wie es in ein paar Jahren aussieht. Eben schauen. Ich habe jetzt hier Pink und dann nehme ich ein bisschen Orange. Ja, nehme ich Orange, ja. Ein bisschen zu viel Wasser. So. Und dann mache ich das einfach hier so ein bisschen. Habt ihr eigentlich einen eigenen Zeichenraum? Könnt ihr mir in den Comments mal schreiben. Oder wollt ihr gerne einen haben und habt die Räume nicht? Man kann natürlich auch so wie manche, die sind da sehr flexibel, die zeichnen einfach, wo sie sind. Da kann ich nicht gut. Ich brauche einen festen Fleck, wo ich alles stehen habe. Okay, das sieht aber ganz niedlich aus. Machen wir die Socken auch noch so ein bisschen in dieser Farbe. Komisch. Immer wenn ich filme, beginnt meine Nase zu laufen. Okay. Das sind die Socken. Da wir doch hier ein bisschen Orange gemischt haben, werde ich das hier auch ein bisschen Orange machen. Eigentlich finde ich das immer das Schwierigste im Malen, um die gute Farbmischung zu haben. Okay. Die Haare sind jetzt ziemlich trocken, ja. Nehme ich jetzt nochmal das dunklere Braun. Und hier und da noch mal ein bisschen bei. Ein bisschen von diesem Braun. Bisschen was wärmer. Ziemlich dunkle Haare, finde ich. Naja, okay. Ja, müssen wir das wieder trocknen lassen. Eigentlich würde ich das Kleid noch ein bisschen mehr Farbe geben. Dann nehme ich einfach ein bisschen von dem dunkleren Pink. So. Okay.
Schon mal vorsichtig hier oben. Den Haarschmuck ein bisschen färben. Nicht so viel, anders geht das in die Haare. Okay. Vielleicht kann ich auch schon mal ein bisschen was ins Gesicht tun. Ja, diese Farbe ist sehr hell. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht zu viel nehme, sonst wird das so ein gelbes Gesicht. Und dann mische ich da noch ein bisschen was Rosa-Achtiges rein. Rosa-Achtig ist sicher auch wieder kein deutsches Wort. Ach ja. Nochmals. Man kann den Ton ausschalten. Okay. Da ist doch ein bisschen was mehr. Die Gesichtsform ist ein bisschen komisch geworden. Das, ich probiere das jetzt ein mit Schatten ein bisschen zu verändern. Schwierig, schwierig, schwierig. Okay. Hier so ein paar rote Bäckchen. Vielleicht auch ein ganz klein bisschen hier. Ah ja. Es ist manchmal komisch, wie so eine Zeichnung verändert, wenn man dann anfängt, das zu färben. Manchmal zum Vorteil und manchmal zum Nachteil. Manchmal habe ich eine Zeichnung, wo ich denke, ja, die ist toll geworden, und dann färbe ich und denke, okay, ja, das hatte ich vielleicht besser nicht färben müssen. Ich habe eigentlich als Kind auch immer schon gern gezeichnet. Aber leider habe ich das nie echt lange getan. Ich war auch mal auf so einer Art Zeichenschule, aber das war echt als Kind und ja, das war nicht eine echte Zeichenschule, wenn ich da mal so drüber nachdenke. War mehr, um die Kinder zu beschäftigen, aber man hat da keine Tricks bekommen oder ja. Jetzt zeichne und male ich eigentlich, weil es für mich unspannend ist. Und ja, warum mache ich Videos? Das ist eigentlich ein bisschen, ja, ich finde es schön, als ich anderen auch mal was zeigen kann und was lernen kann. Oder jemand anders was von mir kann, lernen kann. Wenn also mal Fragen sind, ihr etwas seht, wo ihr denkt, oh, das interessiert mich, wie funktioniert das eigentlich? Und ich weiß es vielleicht, dann zeige ich es auch gerne. Eben schauen. Welche Farbe nehmen wir für das Herzchen? Nehmen wir einfach mal die gleiche. Machen das nur viel dunkler. Okay. Ein bisschen. So. Vielleicht können wir hier oben ein klein bisschen Gelb reinbringen. Ja, das sieht doch niedlich aus.
Natürlich ist es auch Unsinn zu sagen, dass das Gesicht irgendwie nicht die gute Form hat, weil jedes Gesicht ist anders und jedes Gesicht ist schön. Manche haben ein langes Gesicht, manche ein kurzes Gesicht, rundes, eckiges und so weiter. Perfekte Gesichter sind nicht immer die schönsten Gesichter, doch? Okay. Na, ich denke, dass sie auch schon sehr gut aussieht. Mache ich erstmal eben ein bisschen, eben drehen, so, bisschen hier. Für das Gras. Für den Rasen. So. Mal schauen. Manchmal ist das auch eben warten, wie es aussieht, und dann noch ein bisschen Farbe hier, ein bisschen Farbe da. Vielleicht können wir die Schuhe ein klein bisschen aufpeppen. So, muss man echt aufpassen, da läuft auf einmal so ein Wassertropfen den Pinsel runter. Und dann hat man ein Problem. Naja, Problem soll ich es noch nicht nennen, aber ihr wisst, was ich meine. Dann ist das Unglück passiert. Hier noch so ein bisschen dunkler machen. Ich bin kein realistischer Zeichner. Ich meine, ich bin jetzt dabei, um zu lernen, wie man das mit den Schatten und sowas allem mal tut. Aber meistens ist es echt noch so, ja. Was gefällt meinem Auge und dann probiere ich das ein bisschen. Umzusetzen. Was denkt ihr? Sieht das schon gut aus? Ich mache erstmal die Blume. Lassen wir das Mädchen erstmal so stehen. Ich mache hier unten wohl noch ein bisschen mehr Grün. Sieht anders so blau aus. So. Okay. Dann machen wir das Blümchen, um ein bisschen Kontrast zu haben. Machen wir das Blümchen auch ein bisschen blau. An sich finde ich es meistens feiner, wenn das Bild nicht so viele verschiedene Farben hat. Weil dann wird es ja, wie nennt man, Jesus, wie heißt das jetzt? Nein, vielleicht komme ich gleich noch drauf. So unruhig, so ist es nicht mehr so ruhig. So, Junge, Junge. Okay. Und klein bisschen. So. Okay.
Ich denke, dass ich das mal so lasse. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ihr dürft das Video natürlich teilen. Ihr dürftet auch liken, wenn ihr wollt. Wenn es euch gefällt, dann sehe ich das natürlich gerne. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.